Nachdenkseiten. Die kritische Website. NSA hört deutsches Verteidigungsministerium ab. Nicht nur das. Ein Artikel von Albrecht Müller. Vermutlich haben die meisten Deutschen keine Ahnung davon, dass uns die USA nicht als Freund und Partner betrachten. Zum Beispiel werden wir abgehört wie eine feindliche Macht. Darauf macht mit Hinweis auf Ziffer 1 der heutigen Hinweise des Tages Hubert Seipel aufmerksam. Weil das ein wichtiges Thema ist und weil Aufklärung über den Zustand der Beziehungen zwischen USA und Deutschland Not tut, geben wir seine Mail einschließlich des Tipps, dazu seinen Beitrag von 2017 anzuschauen, weiter. E-Mail von Hubert Seipel. Der Aufmacher heute bei den Hinweisen des Tages über das Abhören des deutschen Verteidigungsministeriums durch die USA hat mich an meinen ARD-Film von 2017 erinnert, wo ich konkret die Praktiken unserer amerikanischen Freunde geschildert habe und auch die Geheimdienstchefs befragt habe, inklusive des NSA-Direktors. Der Film ist aktueller denn je. Vielleicht könnt ihr ja noch einmal darauf hinweisen, er steht ja auf YouTube. Abgehört und abgenickt. Die Spionageaktivitäten der NSA. Die etwas andere deutsch-amerikanische Freundschaft. Ein Film von Hubert Seipel. Ausgestrahlt in der ARD am 6. Februar 2017. Am Anfang war das Dementi reine Routine und ziemlich generell. Abhören unter Freunden, das geht gar nicht, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel im vergangenen Jahr, als erste Meldungen über den flächendeckenden Lauschangriff des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA weltweit die Runde machten. Fernseh- und Grimme-Preisträger Hubert Seipel geht in der ARD-Dokumentation den Fragen nach, seit wann so intensiv gelauscht wird und wie lange dies die deutschen Politiker schon wissen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.